Gut, zu meiner Person vorweg. Mein Name ist Martin, ich bin seit ungefähr 6 oder 7 Jahren bei Funke. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, das heißt, ich bin in einem Frauenberuf aktiv und habe aufgrund der Tatsache, dass natürlich, wenn man in einer sexistischen und kapitalistischen Gesellschaft lebt, auch mit den Phänomenen dieser Gesellschaft konfrontiert ist, auch persönliche Erfahrungen mit Sexismus über Genossinnen und Freundinnen erlebt. Und Sexismus und wie man dagegen kämpft, ist halt auch immer wieder in der Linken ein Thema. Und im Gegensatz zu anderen Referaten, die man in Bezug auf die Frauenbefreiung hält, wird es nicht den Aufbau haben, grundsätzlich zu erklären, woher Frauenunterdrückung kommt, weil das wahrscheinlich einen eigenen Workshop bzw. Referat brauchen würde. Das heißt, mein Input wird sie in grob in 3 Teile gliedern. Das erste ist, kurz versuchen zu fassen, was Kapitalismus und Sexismus ist, auch ein bisschen woher es rührt, aber nur sehr kurz, um irgendwie festzustellen, wie das zusammenhängt und ob eine Frauenbefreiung innerhalb dieses Systems möglich ist, einerseits. Dann darum, wie sozusagen bürgerlich-feministische Lösungen für dieses Problem aussehen und wo unser oder meiner Meinung nach Mängel sind, ist der zweite Teil, und wie sie das, wo das historisch herkommt, die heutigen Lösungen für Frauenbefreiung, in denen auch unter anderem Traditionen, in der unter anderem auch das Frauenvolksbegehren steht, und als dritten Teil die Lösungen und Ansätze, die wir als Funke darlegen würden. Genau, und wie eben schon gesagt, bevor wir uns der Frage nähern, ob Frauenbefreiung im Kapitalismus geht oder wie es gehen würde, überhaupt Frauenbefreiung umzusetzen, der Frage nähern, was Sexismus ist, was Kapitalismus ist und wie es um den Zusammenhang bestellt ist. Zu Sexismus, landläufig beschreibt es Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung aufgrund eines Geschlechtes. Das wäre also die grobe Wikipedia-Definition. Sexismus ist aber wesentlich mehr. Sexismus beschreibt hauptsächlich das, dass aufgrund eines biologischen Geschlechtes eine unterschiedliche soziale Rolle zugewiesen bekommen wird. Das heißt, Sexismus beschreibt einen gesellschaftlichen Druck, gesellschaftliche Ideale zu erfüllen, die historisch mit entstanden sind. Und was heißt es, dass sie Menschen aufgrund eines Geschlechtes nicht voll persönlich entfalten können, sondern sie einem Druck ausgesetzt sind, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen? Was wären das für grobe Zuschreibungen? Man sieht es von Kindesalter an, dass kleine Mädchen oder kleine Burschen schon komisch angeschaut werden, wenn sie nicht den passenden Onesie anhaben, der jeweils rosa oder blau, beziehungsweise mit Trucks, Baugeräten oder Früchten bedruckt sind. Und jetzt mag mir irgendwie dem falschen Eindruck unterliegen, dass diese gesellschaftlichen Rollenbilder und dieser allgegenwärtige Sexismus in den letzten 20 Jahren sich in Auflösung befindet. Das ist aber veritabler Irrtum. Oberflächlich betrachtet mag es so sein, dass sich gewisse Rollenbilder aufgelöst haben. Es gibt sogar in vielen Ländern der Erde seit bald über 100 Jahren das Frauenwahlrecht. Aber es gibt viele Frauen als Manager, mehr Frauen als Managerinnen und Manager in den Aufsichtsräten. Aber sozusagen unter diesem Zuckerguss, wenn man an dieser Oberfläche kratzt, zeigt sich, dass sich Sexismus und Frauenunterdrückung wieder verschärft. Woran sieht man das? Oder zumindest also verschärft bzw. nicht verbessert. Wo sieht man das? Dass in vielen Ländern der Welt Frauenbeschäftigung wieder zurückgeht, dass Frauen vielfach wieder an den Herd gedrängt werden. Es gibt eine massive Zunahme an Gewalt gegen Frauen überall in der Welt. Sei es in Lateinamerika, wo es Bewegungen dagegen gegeben hat, sei es in Spanien,
sei es in Italien, wo es breite gesellschaftliche Bewegungen gegeben hat, oder sei es auch in Österreich, wo sie so eine Bewegung zwar nicht in einer Massenbewegung in der Straße ausdrückt, wo es aber immer wieder zu Initiativen kommt zur Frauenbefreiung. Das heißt, und gleichzeitig es verschiedenste Regierungen gibt, wie zum Beispiel in Polen eine Regierung, die das Recht auf Abtreibung abschaffen möchte, sei es in Österreich, wo das traditionelle Familienbild wieder in den Vordergrund gedrängt wird und wo es über diesen neuen Familienbonus der schwarz-blauen Regierung Anreize gibt, wieder Frauen hinter den Herd zu drängen. Also gibt es vielfältige Beispiele in den letzten 20 bzw. in den letzten Jahren, wo sie Frauenunterdrückung nach einer Welle der Frauenbefreiungen in den 60er und 70er Jahren, wo sie das wieder zurückentwickelt. Und jetzt kann man sich fragen, woher rührt diese Frauenunterdrückung? Ich habe schon anfangs erwähnt, ich kann das nicht im vollen Umfang darlegen, aber es ist bemerkenswert, dass es nachweislich Gesellschaften gibt, in denen es kein soziales Geschlecht gab. Beispielhaft sind verschiedenste Urgesellschaften und primitive Gesellschaften, wo es kein soziales Geschlecht gibt. Es gibt dort Gleichheit zwischen Mann und Frau, beziehungsweise beschränkt sich Ungleichheit auf die Monate der Schwangerschaft, wo eine Frau tatsächlich biologisch außer Gefecht gesetzt ist, und das sind in Wahrheit sehr wenige Monate, wo das tatsächlich der Fall ist. Und es gibt mittlerweile auch anthropologische Forschungen, dass Schwangerschaften vor einigen tausend Jahren anders ausgeschaut haben als heute, also dass die teilweise weniger beeinträchtigend waren, weil dadurch, dass generelle Mangelernährung geherrscht haben und Unterentwicklung, das natürlich sehr weniger stark ausgewirkt hat. Hat natürlich auch eine höhere Kindersterblichkeit zur Folge gehabt, das ist jetzt nicht das Thema. Das heißt, der Ursprung der Frauenunterdrückung lässt sich verorten dort, wo Privateigentum und Arbeitsteilung entsteht. Wie ist das entstanden? Grundsätzlich gab es in diesen Urgesellschaften deswegen keine Arbeitsteilung und deswegen kein Privateigentum an Produktionsmitteln, weil, und das ist halt wichtig zu verstehen, weil es nichts gab, was man hätte groß arbeitsteilen können, beziehungsweise es nicht möglich war, Leute aus dem Sozialleben und aus der Produktion hinauszudrängen. Was heißt das, wenn man so diesen urgesellschaftlichen Stamm betrachten? Das waren Jäger- und Sammlergesellschaften, und denen war es nicht möglich, auf eine Frau oder einen Mann oder wen auch immer zu verzichten in der Nahrungsmittelbeschaffung, weil das geheißen hätte, dass das Überleben der gesamten Gruppe gefährdet ist. Als es aufgrund der neolithischen Revolution, das heißt der Sesshaftwerdung, dazu gekommen ist, dass Menschen ihre Lebensmittel produzieren konnten, es einen Überschuss gab, konnte Privateigentum angehäuft werden. Den Prozess zu beschreiben wäre, wie gesagt, zu kompliziert. In einer Linie, das heißt, mit dem Entstehen eines Surpluses entsteht die Möglichkeit, Privateigentum an Produktionsmittel anzuhäufen, kommt zu einer Arbeitsteilung, und Männer waren aufgrund spezifischer gesellschaftlicher Verhältnisse an der Vorfront, dieses Privateigentum durchzusetzen, sich selbst anzueignen, und daraus das Interesse entstand, zu wissen, sicherzustellen, wer der Erbe ist, nämlich dass sie die Vaterschaft bewiesen bekommen. Und in einer Urgesellschaft geht es nur darin, dass man eine Frau so weit unterdrückt und unterwirft, dass sie gesellschaftlich und sexuell nicht mehr befreit ist. Weil in Urgesellschaften herrschte Mutterrecht, das heißt, es ist relativ offensichtlich, wer die Mutter eines Kindes ist, lässt sich nicht wirklich etwas daran in Unklarheit ziehen, während es bei Männern aufgrund biologischer, wie halt Kinder entstehen, nicht so einfach festzustellen ist. Dementsprechend ist Monogamie umgesetzt worden, ist die Frau in den Haushalt verbannt worden, weil man nur so sicherstellen kann, dass derjenige der Vater ist, der vererben will. Und wir haben darin den Beginn der Frauenunterdrückung. Ich kann später, wenn das Referat vorbei ist, wenn es spezifische Fragen zu dem Prozess gibt, gerne darauf eingehen. Und wenn wir uns jetzt so Stammesgesellschaften, die bis heute existieren, anschauen, dann zeigt sie, dass es keine Naturnotwendigkeit gibt, ein soziales Geschlecht aufrechtzuerhalten. Einerseits biologisch, das habe ich schon gesagt,
biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau recht haben, damals schon nicht, als es um was sehr Körperliches, nämlich Mammut töten oder so lange Antilopen nachlaufen, bis sie tot umfallen, hat es irgendwie nicht notwendig gemacht, Frauen irgendwie im Haushalt zu halten. Ist es jetzt, gibt's noch weniger Grundlage einer biologischen Arbeitsteilung. Woran zeigt sie das? Wir leben in einer Gesellschaft, wo mittels Computer produziert wird, wo es de facto keine körperliche Kraft oder sonst irgendeine Eigenschaft braucht, um spezifische Maschinen zu betreiben. Es gibt die Möglichkeiten, den Haushalt völlig außerhalb eines privaten Zusammenhangs zu regeln, mit den verschiedensten Möglichkeiten, die wir jetzt sehen, wie Essen geliefert wird, wie Essen produziert werden könnte in Gemeinschaftsküchen, die durchaus auf Hobbenniveau produzieren könnten. Es könnte gemeinschaftliche Waschanlagen geben, es gibt selbstfahrende Staubsauger, es gibt in der Pflege Roboter bzw. Kräne, die es ermöglichen, Leute zu heben, die zu schwer für körperliche Kraft sind und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt einfach milliardenfach die gesellschaftlichen Ressourcen, das, was wir Hausarbeit nennen, außerhalb eines Privathaushaltes zu regeln. Das heißt, es gibt keinen Grund, eine spezifische Bevölkerungsgruppe, sprich Frauen, dazu zu zwingen, unbezahlte Arbeit zu erledigen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das ressourcentechnisch nicht möglich ist, wieso es überhaupt dazu kommt. Dazu müssen wir uns die Gesellschaft, in der wir leben, anschauen. Das ist nämlich eine kapitalistische Gesellschaft. Surprise. Was zeichnet diese kapitalistische Gesellschaft aus? Privateigentum an Produktionsmitteln. Was zeichnet diese Eigentum? Also es heißt, Fabriken, Güter, also Land, Maschinen gehören einzelnen Menschen und die produzieren nach Profit. Genau, und die lassen produzieren. Und die lassen nach Profit produzieren. Das heißt, dieser kapitalistische Staat und diese Gesellschaft richtet sich nicht danach, was das Bedürfnis der Menschen ist, sondern danach, was am meisten Profit bringt. Und dieser Staat greift nur dann in dieser Wirtschaft ein, wo Kerninteresse vorherrscht, zum Beispiel im Staatsapparat, wenn es darum geht, Streikende zu zwingen, wieder zu arbeiten, wenn es darum geht, politische Aktivistinnen und Aktivisten, wir haben vorher Soli-Foto für Pakistan geschossen, wo es darum geht, die einzusperren, wenn es darum geht, die äußeren Grenzen zu verteidigen und so weiter und so fort, oder wo auf einer gesellschaftlichen Bewegung historisch der Arbeit meistens und heute noch der Arbeiterinnenbewegung politisch dazu gezwungen wird, nämlich bei Krankenhäusern, bei Altersversorgung, bei Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort. Und das in dieser Gesellschaft, die nach Profit orientiert ist, besteht kein Interesse von Kapitalistinnen und Kapitalisten und des Kapitalismus als System, diese mannigfaltigen Ressourcen so umzulenken, dass Hausarbeit obsolet ist. Und es lässt sich auch diese Hausarbeit nicht einfach so kapitalistisch organisieren, weil das mehr kosten würde, als wenn es Frauen oder wer auch immer privat erledigt. Um das kapitalistisch zu organisieren, bräuchte es steigende Löhne und es gibt dieses kapitalistische System seit den 80er Jahren nicht her, weil seit den 80er Jahren haben wir nicht steigende Löhne im Realeinkommen, sondern sinkende Löhne. Und wir sehen nur in gesellschaftlichen Phasen, wo der Kapitalismus ein unglaubliches Wachstum hatte, sehen wir, dass gewisse Teile der Hausarbeit nach außen getragen werden, dass gewisse Dinge nimmer im Haushalt organisiert werden müssen. Das haben wir zum Beispiel erlebt in die 70er Jahre, wo es teilweise angefangen wurde, dass es Kantinen in die Fabriken gibt, wo Kindergärtenmöglichkeiten ausgebaut wurden, wo lange Zeit es Ganztagsschulen gab, dass beide Eltern berufstätig haben sein können, wo es Nachmittagsunterricht gab, wo es die Möglichkeit gab, für die Kinder in der Schule zu essen und so weiter und so fort. Und selbst da und selbst in Ländern, wo es viel mehr Frauenbefreiung als in Österreich gibt, wie zum Beispiel Schweden, ist ein Großteil der Hausarbeit trotzdem noch im Privathaushalt und in der Kleinfamilie erledigt worden.
Und gerade jetzt in einer Krise des Kapitalismus, wie wir sie heute erleben, sehen wir wieder das Gegenteil passieren. Gemeinschaftsküchen werden eingestampft, Unimensen werden de facto wie Restaurants geführt, was auch dazu führt, dass viel mehr Leute sich das nicht mehr leisten können, einfach in der Mensa essen zu gehen, wo beispielsweise die oberösterreichische Landesregierung den Zugang zu Kindergärten verteuert und einschränkt, wo Sachleistungen und Angebote des Staates reduziert werden, um Frauen die Hausarbeit abzunehmen, sondern wo es monetäre Anreize gibt, wie ich schon erwähnt habe, dass Frauen zu Hause bleiben, weil subventioniert wird, das heißt vergünstigt wird, dass es einen großen Verdiener gibt und wo eben das alles stattfindet, um Frauen wieder zurück an den Herd zu drängen und wo es sogar wieder die gesellschaftliche Ideologie gibt, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Massenarbeitslosigkeit. Es kann ja nicht sein, dass da die ganzen Frauen, die eh besser auf die Kinder aufpassen sollten, diese Rabenmütter, das ist die Ideologie, das ist der Duktus, der passiert, die sollen doch daheim bleiben, der Mann sollen verdienen, das senkt die Arbeitslosigkeit und es sind alle besser dran, weil dann haben wir nicht diese böse Jugend, die ihr Zeit sowieso schlecht verbringt. Das ist irgendwie der ideologische Diskurs, der wieder die ganze Linie entlang gefahren wird. Und was bleibt irgendwie über? Nur ein paar Top-Verdienerinnen, die sich's leisten können und die aufgrund dessen, dass sie aus reichen Familien sind, wie unsere Ministerinnen mit kleinem i, die dürfen arbeiten, aber auch nur so lange, wie es diesen Kinderbetreuungspflichten nicht im Wege steht. Und dort wird halt versucht, dass man sich Putzfrauen leisten kann, billige Au-pair-Mädchen unter schlechten, prekären Arbeitsbedingungen leisten kann, damit das reiche Kind ja schön zweisprachig aufwächst. Aber für die breite Masse an Arbeiterinnen und Arbeitern hat dieses System nichts mehr zu bieten. Was da gesagt wird, ist einfach, der Kapitalismus bietet euch Freiheit, ihr müsst euch selber schauen, wie es euch ist, das privat erledigt, wir ziehen uns zurück, jeder ist seines Glückes Schmied. Nur wie schaut diese Freiheit aus? Diese Freiheit schaut für viele Frauen so aus, sie sind frei, sich zu entscheiden, ob sie in einer Ehe bleiben, wo sie geschlagen werden, weil sie finanziell abhängig sind, oder diese schlagende Abhängigkeit zu unterbrechen, das Kind entweder weggenommen bekommen zu werden, weil der Mann aufgrund seiner besseren ökonomischen Situation einen Hebel hat, oder völlig prekär als Alleinerzieherinnen sich mit zwei Jobs durchzuschlagen, Schuldgefühle gegenüber diesem Kind zu haben, dem man nicht das Leben bieten kann, was man eigentlich will. Man selbst kein Privatleben hat, weil man Doppel- und Dreifachbelastung hat in immer schlechter werdenden Jobs, wo Alleinerzieherinnen gar nichts haben von diesem Familienbonus, wo es sogar noch einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, du versagst, weil deine Ehe scheitert und so weiter und so fort. Und wir alle, auch Männer, nur die Möglichkeit haben, großteils arbeiten gehen zu müssen, für welchen Lohn auch immer, weil schon, wenn man den Job, den man eigentlich nicht will und der total scheiße ist, schon tausend andere Leute warten, die bereit sind, diesen Job zu nehmen, weil es einer nur dreckiger geht als dir selber und du sogar durch diese aktuelle schwarz-blaue Regierung immer weiter dazu gezwungen wirst, immer schlechtere Jobs zu nehmen, weil das AMS Mittel gestrichen kriegt, die Mindestsicherung gekürzt werden soll, Arbeitslosengeld gekürzt werden soll und mittlerweile schon, in Deutschland ist es schon Realität, auf dein Privateigentum, nicht an Produktionsmittel, sondern dein Erspartes zugegriffen werden soll, wann du nicht schnell genug wieder Arbeit findest und Mindestsicherung beziehen musst. Also da ist Enteignung okay, wenn man Erbschaftssteuer ist eine furchtbare Enteignung, um irgendwas zu finanzieren, aber eine breite Masse an Arbeitslosen ein paar tausend Euro wegzunehmen oder ein Auto oder einen in Wahrheit billigsten Fernseher nach heutigen Produktionsbedingungen wegzunehmen, da ist Enteignung kein Problem. Und warum braucht jetzt dieser Kapitalismus unbezahlte Arbeit? Und warum gibt es diese ökonomischen Grenzen? Weil im Kapitalismus der Lohn sich dadurch bestimmt, wie die Reproduktionskosten sind. Und was sind jetzt die Reproduktionskosten? Das sind jene Kosten, die der durchschnittliche Arbeiter braucht, um seinen eigenen Nachfolger zu reproduzieren. Das heißt, dass die Arbeitskraft so weit stabil bleibt, dass die Reproduktion der Gesellschaft möglich ist.
quasi so weit, um sich selbst am Leben zu halten, dass er jeden Tag in die Arbeit gehen kann, und so weit ein Nachkommen aufzuziehen, der quasi grob gesellschaftlich betrachtet ersetzen kann. Und weil diese Reproduktionskosten bereits im Lohn des oder der Lohnabhängigen enthalten sind, diesen wesentlich bestimmen, kann es keinen Extralohn für Hausarbeit und Kindererziehung geben, weil das einen höheren Lohn erfordern wird. Und es ist billiger natürlich, wenn eine, ich sage jetzt Amateurkraft, solche Dinge erledigt wie die Pflege eines alten und pflegebedürftigen Menschen, die Erziehung eines Kindes, ich hätte es fast Aufzucht gesagt. Und insofern sind solche Arbeiten nicht bezahlt, und dadurch, dass sie ideologisch der Frau zufallen, verdient die auch einen geringeren Lohn. Weil natürlich es billiger ist, zum Beispiel eine Pflegekraft zu Hause mit der billigen tschechischen Arbeitskraft zu erledigen, die halt dort schläft unter total prekären Bedingungen, gar nicht in der Lage ist, eine Notfallsituation irgendwie zu handeln mit dieser pflegebedürftigen Situation, dann stirbt die Person halt. Doppelt gut für den Kapitalismus, weil ein Pensionist, der pflegebedürftig ist, eh nicht produktiv ist für den Kapitalismus. Da ist man sogar froh, wenn der früher verstirbt. Mittlerweile gibt es in Großbritannien Studien, wo man sich schön ausrechnet, das letzte halbe Jahr ist eh sehr teuer, und es Diskurse gibt in gesundheitspolitischen Zusammenhang, ob nicht Sterbehilfe was Gutes wäre, weil eben dieses letzte halbe Jahr sehr teuer ist für das Gesundheitssystem, dass ein Mensch am Leben ist. Und deswegen gibt es eben diese unbezahlte Arbeit, weil der Kapitalismus daran interessiert ist, seine Reproduktionskosten gering zu halten. Und das sind natürlich gering, wenn Erziehung nicht von früh an mit im Kindergarten und in der Kinderkrippe übernommen wird, wenn Altenpflege nicht in lebenswürdigen Altersresidenzen erledigt ist, sondern in Messewohnungen, wo die Leute dahin vegetieren, billigst. Das ist einfach diese brutale Realität, der man gegenübersteht. Weil das in der Logik des Kapitalismus und des Profites ist. Und dieser... Es gibt da ideologische Gründe, warum dieser Kapitalismus Interesse hat, diesen Sexismus zu institutionalisieren, dass es keinen Kampf gegen Sexismus gibt. Der profitiert nämlich nicht nur ökonomisch davon, sondern auch darin, dass er sich ein uraltes System der patriarchalischen Familie und dessen Relikte aus älteren Gesellschaften zunutze macht. Wann ist irgendwie diese patriarchale Familie und entstanden, deren Überreste sich bis heute bewahrt haben? Die ist entstanden, als diese Stammesgesellschaft, die ich schon vorher beschrieben habe, sich zur Klassengesellschaft entwickelt hat. Und dieser Kapitalismus hat sich dieses Patriarchat und diese patriarchale Familie in Form der modernen Klein- und Kleinstfamilie unterworfen und sich integriert. Das heißt, der Kapitalismus ist nicht eine Form des Patriarchats, sondern umgekehrt. Die patriarchale Familie ist ein Relikt aus einer frühen Gesellschaft, wo es dieses eine patriarchale Familienoberhaupt gegeben hat, das alles unterdrückt und integriert hat. Also wo man diesen Stammeshäuptling hat, der sich die Frauen zum Privateigentum gemacht hat, um Vaterschaft zu kontrollieren, während die ganze restliche Gesellschaft, diese Urgesellschaft, sich noch dagegen wehren wollte, aber aufgrund der ökonomischen Bedingungen diesem neuen System unterlegen war. Weil diese Sklavenhaltergesellschaft, so schlecht und so barbarisch sie war mit dieser patriarchalen Familie, der Urgesellschaft in ihrer Produktionsweise überlegen ist. Und das kann man, diese Kämpfe, dass das nicht einfach so die Männer waren, die ja Interesse daran gehabt haben und die Frauen sich da einfach unterworfen haben, das sieht man unter anderem daran, dass die ganze griechische Mythologie beispielsweise einen ganzen Epos diesem Kampf zwischen dieser alten Gesellschaft und dieser neuen Gesellschaft widmet. Wer die Geschichte vom Orest kennt, da ist der Agamemnon nach Troja heimgekommen. Das war so ein klassischer Stammeshäuptling. Der hat eine Frau entführt, hat sie die zur Geliebten, nicht sehr unfreiwilligen Geliebten gemacht.
Und die Ehefrau, die zurückgelassen wurde in der Heimat, hat einen Liebhaber gehabt und hat den Agamemnon erschlagen und seine Gefangene. Und der Orest hat seine Mutter erschlagen. Dann haben ihn die Rachegöttinnen verfolgt. Und der Orest hat gesagt, aber meine Mutter hat ja meinen Vater erschlagen, also war ich im Recht, sie umzubringen. Und diese Rachegöttinnen haben gesagt, na, das stimmt nicht, weil der Vater ist wurscht, du hast die Mutter erschlagen, das ist das ultimative Verbrechen, deine Mutter zu erschlagen. Es sind dann 1000 verschiedene Sachen, sind nur dazwischen passiert, die eigentlich uninteressant sind für diese Geschichte. Und am Schluss hat es eine Abstimmung zwischen die Götter gegeben und die Pallas Athene, die einzige Göttin ist, die nicht normal auf die Welt gekommen ist, sondern einem Mann aus dem Kopf entsprungen ist, hat in diesem Richtervotum der Götter für einen Orest gestimmt. Und es ist de facto nachweisbar, dass diese Entstehung dieses Mythos entstanden ist in der Zeit, wo eben dieses Mutterrecht, die Mutter ist das Wichtigste, abgelöst worden ist vom Vaterrecht. Und deswegen ist er freigesprochen worden. Und die Überreste sieht man in der griechischen Geschichte innerhalb dessen, dass die Überreste dieser Kriegerinnen- und Jägerinnengesellschaft in Sparta, wo noch eine relativ hohe Gleichberechtigung vorgeherrscht hat, zum Beispiel Frauen sind im Kampf verzogen worden, Frauen haben erben dürfen, wenn Männer zu lange weg waren und eine Frau war gar nicht fremdgehen im gesellschaftlichen Sinne, die Frau ist dann schwanger geworden und die Kinder waren dann jungfräulich geboren, offiziell alle. Und die sind halt, wenn die zurückgekommen sind, nach 2 Jahren haben halt dieses Kind, das eigentlich jungfräulich geboren war, einfach akzeptieren müssen. Und das waren voll integrierte Mitglieder der Gesellschaft. Und das ist auch ein ideologischer Widerspruch, der zwischen dieser patriarchalen Gesellschaft in Athen, wo Ehefrauen mehr eingesperrt waren als Frauen heute in Saudi-Arabien, viel mehr. Also alles, was man heute mit Verschleierung, man darf nicht mit einem fremden Mann außer Bruder und Ehemann im Haus, im Raum sein, allein, das kennen wir alles schon aus der athenischen Gesellschaft, also diesem guten griechisch-römischen Gedankengut, auf das sie unsere ach so zivilisierte europäische Gesellschaft gründet. Kennen wir daher, und da gibt es sogar Anekdoten in diesem ideologischen Kampf, wo irgendwie die Frage ist, warum sind spartanische Männer so frei und sportlich und super? Und die fragt die athenische Frau, die spartanische Frau, und die sagt, weil wir die einzigen Frauen sind, die wirklich leben in ganz Griechenland. Also irgendwie nur, das sind einfach, merkt man einfach, dass das ein Kampf war. Und der Kapitalismus hat sich eben diese unterdrückerischen Relikte integriert. Und diese Relikte brauchen halt eine ideologische Rechtfertigung, warum man ein 50% oder mehr der Bevölkerung zur Gratisarbeit verurteilt. Und dies wird durch Sexismus, der ein komplexes Phänomen ist, legitimiert. Genau. Und wie betrachten jetzt wir Marxistinnen und Marxisten diesen Sexismus innerhalb dieser Gesellschaft? Für uns ist dieser Sexismus mit Kapitalismus untrennbar verbunden und der lässt sich einfach nicht in gesonderte Widersprüche oder Kämpfe teilen. Das ist ein und dasselbe. Das heißt, wir lehnen einerseits dieses, was man aus so pseudosozialistischen Bewegungen kennt, wie zuerst ist die Arbeiterklasse dran und dann kümmern wir uns um die Frauenbewegung, also Haupt- und Nebenwiderspruch lehnen wir ab. Aber wir gehen sogar nur weiter und lehnen es sogar ab, was viele moderne Feministinnen machen, also moderne in Anführungszeichen. Wir lehnen auch ab, das in zwei Systeme zu trennen. Das ist ein und dasselbe System, das zusammenhängt im Kapitalismus. Und deshalb, nein, Frauenbefreiung lässt sich nicht innerhalb von Kapitalismus organisieren. Das lässt sich nur organisieren im Kampf gegen diesen Kapitalismus. Und im Kampf gegen diesen Kapitalismus braucht es den unmittelbaren Kampf gegen diese Relikte dieser patriarchalen Gesellschaft, weil es sonst nicht möglich ist, diesen Kampf gegen den Kapitalismus zu organisieren. Und das zeigt auch die Geschichte der Ort und der Frauenbewegung, auf die sie viele heutigen Feministinnen und Feministen berufen, der sich ja historisch herleiten lässt, woher der kommt. Jetzt kommt Teil 2, der etwas kürzer sein wird als der erste Teil.
In den 60er und 70er Jahren, nach einer langen Welle des Niedergangs der Frauenbewegung, im Zuge eines aufblühenden Kapitalismus, gab es auch einen Aufschwung der Frauenbewegung, eben innerhalb einerseits der autonomen Frauenbewegung und andererseits innerhalb der Sozialdemokratie. Warum gab es den? Weil seit dem Frauenwahlrecht innerhalb von linken Organisationen, Organisationen der Arbeiterinnenbewegung recht viel nimmer vorwärts gegangen ist in der Frauenbefreiung. Das letzte Mal in der russischen Revolution, als breit Abtreibung erlaubt wurde, Homosexualität legalisiert worden ist, die erste Ministerin Frau war, die auch eine gesellschaftlich-politisch relevante Rolle gespielt hat, wo alleinerziehende Frauen vom Staat mitfinanziert worden sind in einem relevanten Grad. So, da ist dann nicht mehr viel passiert. Der Stalinismus hat viele dieser Errungenschaften rückgängig gemacht. Homosexualität ist strafbar geworden. Abtreibungsrechte sind reduziert worden. Und vor allem, es gab dieses verbrecherische Familienbild der sozialistischen Frau und der sozialistischen Familie, wo einfach aus bürokratischen Gründen die Frau de facto wieder auf die Rolle einer Gebärmaschine, nur halt nicht im Sinne für Gott und Vaterland, sondern im Sinne vom großen Vorsitzenden Stalin und der pseudosozialistischen Gesellschaft reduziert worden ist. Und das hat natürlich international, wenn natürlich die Sowjetunion mit ihren Einwirkungen auf ganz Westeuropa und den politischen Diskurs, der da geführt worden ist, hat das natürlich einen massiven Einfluss auf die kommunistische Bewegung gehabt, die diesen Sexismus reproduziert hat auch in Österreich und in der Sozialdemokratie, wo schon im Zuge der Anpassung an das kapitalistische System sexistische Frauenbilder reproduziert worden sind, wo Gewerkschafter gar kein Interesse daran gehabt haben, dass sie Frauen organisieren und wo der Kapitalismus natürlich auch Interesse da gehabt hat, dass der Mann, der arbeitende Mann, natürlich auch ein kleiner Chef ist gegenüber der Frau daheim beziehungsweise gegenüber der Arbeitskollegin im Betrieb, weil das natürlich die Arbeiterinnenklasse spaltet und einen weiteren Kampf verhindert und diese reformistischen Stellvertreter in der Arbeiterinnenklasse Interesse daran gehabt haben, dass es diese Stellvertreterlogik gibt und die sind natürlich auch sexistisch reproduziert, weil dann gibt es diese Betriebsratskaiser, die da gewählt werden, wir vertreten euch schon, wir erledigen das schon und unsere Frauen organisieren wir uns selber nicht in der Gewerkschaft. Das sind tatsächliche Zitate, die es aus der Zeit gibt. Und innerhalb dieser Arbeiterinnenbewegung, dieser linksradikalen Bewegung, wo es natürlich auch die kleinen Machos gegeben hat, haben diese die Frauen übergreifend über diese Organisationen gedacht, uns reicht es jetzt, wir organisieren uns autonom, wir kämpfen für unsere eigenen Rechte und da gibt es ein interessantes Beispiel, es gab die GRM, die Gruppe Revolutionärer Marxistinnen und Marxisten und da gab es diese Debatte und die Frauen wollten endlich das spezifische frauenpolitische Themen diskutiert werden, das, was da wird dafür, gegen Sexismus innerhalb der Gesellschaft und der Organisation, dass das ein Top-Thema wird sozusagen, dass sie damit theoretisch auseinandergesetzt wird und dass das nicht auf die lange Bank geschoben wird. Und auf deren Wunsch ist dann eine Frauenkommission eingerichtet worden, wo dann keine Männer erlaubt waren und diese Frauen aber sich auch geweigert haben, Führungsrollen in der Gesamtorganisation einzunehmen, in der Befürchtung, dass sie zu Alibi-Frauen hätten werden können. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es keine kollektive Diskussion über Frauenthemen gibt und dass das ausgelagert worden. Jetzt waren diese ganzen Frauenthemen ausgelagert an die Frauen und dass sie Männer damit nicht auseinandergesetzt haben, was dazu natürlich führt, dass dieser Sexismus nur sehr beschränkt bei diesen Männern irgendwie bekämpft worden ist innerhalb der revolutionären Organisation und dass es zu einer immer weiteren Auftrennung dieser autonomen Frauen von den ursprünglichen Organisationen der Linken und der Arbeiterinnenklasse aufgetrennt worden sind. Was dann sogar so weit geführt hat, dass man gesagt hat, Geschlechtsverkehr mit Männern ist frauenunterdrückerisch, Männer müssen mitbekämpft werden und so weiter und so fort mit all den schädlichen Folgen,
die das heute hatte, nämlich zu einer völligen Aufspaltung der Arbeiterinnenklasse entlang dieser Frage, was natürlich im Interesse der Kapitalistinnen und Kapitalisten und des Staates ist, wenn irgendwie Unterdrückte sich gegenseitig befetzen, anstatt gemeinsam gegen ihre Unterdrückung zu kämpfen. In der Sozialdemokratie hat dieser Kampf einen anderen Ausdruck noch gefunden. Da hat es die massive Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre gebraucht, um überhaupt Themen wie Abtreibung durchzusetzen. Erst mit dem Thema der Abtreibung ist es gelungen, diese Frauenbewegung innerhalb der Sozialdemokratie zu integrieren bis zu einem gewissen Grad. Deswegen ist ja traditionell die Sozialdemokratie die Organisation für Frauenbefreiung. Also es gibt kaum neben diesem kurzen Aufblitzen der Grünen, grob historisch betrachtet, keine andere Organisation, die sich diese Themen auf die Fahnen geheftet hat. Aber selbst mit diesen ganzen Errungenschaften, wie in den 70er Jahren, was die SPÖ in der Alleinregierung durchgesetzt hat, dass Abtreibung die Fristenlösung möglich ist, dass es ein liberaleres Scheidungsrecht gibt, dass eine Frau nicht mehr den Mann um Erlaubnis fragen muss, um arbeiten zu gehen, was bis in die 70er Jahre Fakt in Österreich war, dass Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich ein Straftatbestand ist. Das ist in Österreich sogar früher gekommen als in Deutschland. Das ist, glaube ich, in Deutschland erst in die 90er Jahre gekommen. Also da gibt es nur Videos aus den 80er Jahren, wo die gesamte CDU-Fraktion über den Vorschlag überhaupt lacht, Frauen, dass das strafbar ist, Vergewaltigung in der Ehe. Aber trotz all dieser Fortschritte haben die Frauen innerhalb der Sozialdemokratie noch immer diesen alten Sexismus gespürt und haben sie deswegen gedacht, wir müssen jetzt unsere Positionen absichern. Wir haben es jetzt geschafft, im Zuge dieser Bewegung gewisse Positionen zu erkämpfen. Wir müssen es absichern. Wie sichern wir das ab? Mit der Quote. Und die Johanna Donal bringt es auf den Punkt, diesen Gedanken, ohne Quote geht gar nichts, weil sonst schaut es schlecht aus in 10 Jahren punkto Frauen. Und mit dem Niedergang der Frauenbewegung und ihrer Institutionalisierung hat sie natürlich diese Position verfestigt, dass man nur mehr mit institutionalisierte und statutarische Sachen was lösen kann, weil natürlich, wenn es keinen Spielraum mehr gibt, um ökonomische Verbesserungen umzusetzen, was Ende der 70er Jahre der Fall war, der ökonomische Spielraum für Reformen beschränkt ist, dann führt es auch dazu, dass die Sozialdemokratie oder wer auch immer keine Verbesserungen für Frauen mehr umsetzen kann. Und das betrifft natürlich auch Politikerinnen, die in der Führung mittels Quote sind und die ihre sozialen Forderungen auf die lange Bank schieben. Was dazu führt, dass genau die Frauen, die im Zuge dieser Frauenbewegung an die Macht gekommen sind, mittragen die Ausdünnungen von sozialen und öffentlichen Dienstleistungen, wie es eben vorher beschrieben hat, der sie wieder negativ auf eine breite Schicht von Frauen auswirken. Und da gibt es die Mechthild Jansen, die in dem Buch Halbe Halbe, also ist eigentlich eine Quotenbefürworterin, die beschreibt das sogar selbst so, den Charakter dieser Arbeiterinnenbewegung, dieser Politik. Mit den herannahenden Wahlzeiten ist die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen mehr durch das entschiedene Verlangen nach innerparteilicher Gleichstellung und Quotierungsforderung aufgefallen. Aber abgesehen vom Verweis auf die Unlust der Männer, Macht abzugeben, fehlt es an einer Erklärung, wie es schon in sozialdemokratischen Regierungszeiten zu einer erheblich erschwerten Lage der Frauen kommen konnte. Auffallend ungenauer und leiser sind die Ausführungen zu einer neuen Politik, die reale Lebenslage der breiten Schichten der Frauen verbessern könnte. Erst recht mangelt es an Kampfstrategien und Initiativen zur Verhinderung des konkret stattfindenden Abbaus von Frauenarbeitsplätzen und für neue Beschäftigungsprogramme. Und innerhalb dieser Zeit und Phase, wo Frauen selbst dazu gezwungen sind, mit diese Verschlechterungen umzusetzen, rückt in Vordergrund die Frage nach Freiräumen, nach Individualisierung, nach
ich will meines eigenen Glückes Schmiedin sein. Nur wenn es die Quote gibt, kann ich aufsteigen, kann an meiner sozialen Situation was verbessern. Nur wenn es den Frauenfreiraum gibt, kann ich mich selbst politisch entfalten. Aber das rückt natürlich, nur bei gewissen Frauen hilft es halt etwas. Weil das eine allgemeine Organisierung nicht verbessert. Weil eine Frau, die alleinerziehend ist, drei Berufe managen und ein Kind erziehen muss, der bringt das gar nichts, weil die hat keine Zeit für eine Sitzung. Das hilft einer akademischen Frau was, die die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen. Nur einer sehr kleinen Schicht an Frauen hilft es etwas, was dazu führt, dass nur wiederum eine Elite von Frauen individuell einen Aufstieg und eine Verbesserung oder individuellen Frauenbefreiung erleben kann, während es für eine breite Schicht der Bevölkerung und der Frauen nichts bringt. Und da kann man sogar die Christine Nöstlinger zitieren, die selber sagt, ich höre seit 20 Jahren jeden Frauentag dasselbe. Und es hat sich nichts verändert. Ein Binnen-I haben wir bekommen, aber das ist ein bisschen wenig. Und das bringt auf den Punkt, wieso viele Frauen mittlerweile so frustriert und so avers gegenüber Frauenbefreiung sind. Also man merkt es bei Studien, vor allem bei jungen Frauen, die selber sagen, sie wollen Familie, traditionelle Rollenbilder und das mit Feminismus und Frauenbefreiung, das interessiert so alles gar nichts. Das ist eben daran zu finden, dass individuelle Lösungen von Frauenbefreiungen und Frauenfreiräumen den Leuten nichts zu bieten haben. Und am Anfang ist es sogar von der politischen Linken innerhalb dieser Organisationen ist die Quote sogar bekämpft worden, weil die Quote dann so genutzt worden ist, dass man Frauen am rechten Rand der Organisation, die diese Sparpakete selber gern umsetzen wollen würden, man damit pushen konnte, weil die Führung da mehr Einfluss hatte natürlich mit Besetzung, während linke Frauen von der Basis dann natürlich ausgelassen worden sind. Genau. Und in der autonomen Frauenbewegung mit basisdemokratischen Konzepten sind diese Hierarchien, die man zu überwinden versucht hat, nicht verschwunden. Und da schreiben Aktivistinnen selbst aus dem Buch Donauwalzer Damenwahl, Frauenbewegte Zusammenhänge in Österreich, kurzes Zitat, die ersten Schritte ins Frauenzentrum waren meist aufregend. Auf anfängliche Unsicherheit folgte der oft langwierige Prozess, sich im Beziehungsgefüge zu orientieren und einen eigenen Platz zu finden. Einschüchternd und verwirrend die Pläne, wo Frauen mit politischer Erfahrung das Geschehen bestimmten. Ungewohnt die Sprache, der Jargon. Eine politische Mutter in Anführungszeichen konnte den Weg durch den Dschungel der linken Szenerie und der feministischen Pflichtlektüre weisen. Und auch hier gab es einen innersten Kreis, der das Ganze bestimmt hat. Und das ermächtigt eine breite Schicht der Frauen nicht, sondern trennt Frauen wiederum und führt nur zu einer weiteren Spaltung. Und innerhalb dessen ist ja die Unfähigkeit der heutigen Linken oft zu sehen, Frauen zu organisieren. Wenn man sich Frauenberichte von verschiedenen linken Organisationen anschaut, dann tut sich da in der Mitgliedschaft gar nichts. Nichts. Kleines Beispiel, eine linke Jugendorganisation, in Österreich hat, glaube ich, 70-30 oder 66-33 Frauen-Männer-Verhältnis. An der Führungsspitze haben wir fast 50-50 Frauen-Männer und sobald wir in der mittleren Funktionärsebene sind, nichts. Dann ist das Verhältnis sogar 80-20 circa, dass Männer in Führungspositionen sind und Frauen nicht. Und obwohl in der Mitgliedschaft 66-33 vorherrscht. In linken Organisationen ist Sexismus noch immer an der Tagesordnung oder in der Gesellschaft. Wir haben gibt zum Beispiel genug Veranstaltungen, wo No means No hängt und irgendwelche lustigen Männer schreiben No means Yes drüber. In gewissen politischen Organisationen wird der Diskurs so geführt, dass man sagt, man braucht Definitionsmacht, also keine objektive Bestimmung mehr, wann ein sexistischer Übergriff stattfindet, sondern an subjektiven, weil wir der Übergriffe nicht mehr Herr werden. Und das ist das Ergebnis, warum man dieser Übergriffe und dieses Problems nicht Herr wird, ist, weil man individuellen Zugang hat, weil man sich nicht traut, Sexismus offensiv zu bekämpfen, indem man darlegt, dass Männer und Frauen ein eigenständiges, kollektives Interesse haben
gemeinsames Interesse, sondern so tut, als gäbe es einen Männer- und Frauenwiderspruch, den man nur lösen kann, indem man Frauen und Männer separiert. Genau. Und das führt natürlich dazu, dass Männer oft null Ahnung von frauenpolitischen Themen haben und nicht darüber referieren können. Frauen innerhalb dieser Organisationen und innerhalb dieser Gesellschaft isoliert und allein sind mit ihren Problemen, weil sie es ja nur unter Frauen diskutieren können, wo keine Solidarität entstehen kann. Und das bringt uns in die frustrane Situation, dass das Beste, was Österreich angesichts einer schwarz-blauen Regierung zu bieten hat an Frauenbefreiung, ein Frauenvolksbegehren ist, die sich einer rechtsradikalen Ministerin anbietet, die soziale Forderungen aufgeben, die nicht einmal mobilisieren wollen und wo selbst die Forderung nach einer gemeinsamen Demonstration zum Frauentag abgelehnt wird von breiten Schichten der Linken, wo man sagt, Männer sollen zu Hause bleiben. Während in anderen Ländern gemeinsam Millionen auf der Straße sind, wie in Spanien zum Frauentag. Und das ist der Zugang, den wir haben. Das ist ein kollektiver Zugang. Was sagen wir angesichts dieser umfassenden Verniedlichung von Feminismus und Frauenbefreiung, das so ausschaut, dass der Frauentag beim Balmers hast oder beim DM, dass man 10% kriegt, was ein Schlag ins Gesicht dieses ganzen Frauentages ist, der nämlich deshalb entstanden ist, weil Frauen an der Spitze der russischen Februarrevolution waren und nicht, weil sie irgendwie lieb sind, sondern weil Frauen das vorwärtstreibendste Element in vielen Revolutionen der Gesellschaft sind. Und der größte emanzipatorische Schritt der Menschheitsgeschichte, nämlich die russische Revolution, ohne Frauen nicht einmal möglich gewesen wäre. An diesem Tag erdreistet sich eine Bonzenratte wie Sebastian Kurz, dem Weltfrauentag zu gratulieren und das Einsatz und das Engagement sich nicht auf den Frauentag beschränken soll. Das traut sich ein Mensch sagen, dessen gesamte Politik sich darauf zuspitzt, ideologische und kulturelle Frauenverachtung in politische Münze zu verwandeln, Frauen vorzuschreiben, was sie anziehen sollen, ab dem Kindergartenalter, wo sie Burschenschaftler und andere Männerbündler wie vom CV und andere Pisser, anders kann man es nicht sagen, sie als Frauenversteher präsentieren, wo Gewalt gegen Frauen nur der böse Moslem ist, während 25% aller Frauen in Österreich schon mal einen sexuellen Übergriff erlebt haben, wo die meisten Fälle innerhalb der Familie stattfinden und wo es innerhalb der ÖVP-nahen Schülerorganisation, der Schülerunion, ein Punktesystem fürs Pudern von Frauen gibt, wo danach Punkte vergeben werden, wie hoch diese Frau in der Hierarchie steht. Da trauen sich diese Leute, sich positiv auf den Frauentag zu beziehen. Warum trauen sie sich das? Weil diese Individualisierung eine offene Angriffsfläche für diese Leute lässt. Weil wenn die Quote und dass man Frauen in Führungspositionen hieft, wichtig ist und das Zentrale ist, dann kann man die privilegierte Karrierefrau aus der bürgerlichen Familie, die diese Frauenunterdrückung nie so erlebt wie eine arbeitende Frau, in den Vordergrund rücken, wie diese Sozialministerin oder diese Köstinger oder wer auch immer, die dann selber frauenverachtende Maßnahmen umsetzen und ein Druckbild, die Frau kann sich selbst aus der Scheiße ziehen, vermitteln, wobei das gar nicht der Fall ist und wo Frauen in Führungspositionen noch gar nichts ändern, sondern nur ein gemeinsamer Kampf für Frauenbefreiung. Weil eins muss man festhalten, diese Regierung ist die Regierung mit den meisten Frauen. Und das wird die Regierung sein, die meisten Verschlechterungen für Frauen in Österreich wahrscheinlich seit langem einführen wird. Und deswegen ist es für uns nicht nur eine sentimentale Frage, dass die Leute versuchen, unseren Frauentag zu okkupieren, sondern wir wollen diese Regierung bekämpfen und zu Fall bringen. Und was hilft da? Die Methoden einer Massenbewegung, der Arbeiterinnenbewegung, nämlich dass wir diesen Frauentag wieder mit Leben füllen, mit einer gemeinsamen kämpferischen Demo, die diese soziale Frage, nämlich dass Sexismus und Kapitalismus sich nicht trennen lassen und der Kampf dagegen, in den Vordergrund rücken, einen gemeinsamen Kampf von Männern und Frauen und aller Geschlechter, die es gibt, gegen dieses System, gegen diese Regierung führt und dieser Kampf uns so weit ermächtigt,
eine Gesellschaft herzustellen, die wahrhaft menschliche Beziehungen zwischen Menschen ermöglicht. Und das ist das, für was Marxistinnen und Marxisten wie vom Funke kämpfen. Und ich kann nur jeden einladen, sich diesem Kampf anzuschließen. Beginnend beim gemeinsamen großartigen Frauenkampftag 2019, der mit einer Demo oder einer Großdemo begangen werden soll. Und darum setzen wir uns dafür ein. Und der letztlich dazu führt, dass man eine kämpferische Bewegung aller Unterdrückten gemeinsam, egal ob sie rassistisch, sexistisch oder sonst wie unterdrückt sind, gegen diese Regierung führt, dass Schwarz-Blau stürzt und dass wir das als Zündfunke für einen Flächenbrand der Befreiung aller Menschen nutzen, der dieses System beendet und der ein gutes Leben für alle herstellt, nämlich Sozialismus und Arbeiterinnen-Demokratie für alle. Danke.